Ebenso gehört zur Sunna Yawm al-Jumu'ah Suratul Kahf zu lesen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer Suratul Kahf liest, dem wird sie ein Licht sein bis zur nächsten Woche. Was heißt, dem wird sie ein Licht sein? Du wirst deine Woche mit Einsicht, mit Rechtleitung leben. Allah azza wa jalla wird dich eine Woche lang leiten. Aber natürlich die Voraussetzung bei jeder Tat: mit der richtigen Absicht, mit der richtigen Demut. Wenn du auch profitieren willst, nicht einfach, okay, jetzt soll ich halt lesen, dann lese ich. Alhamdulillah, salallahu alaihi wa sallam, ohne dass du dir Gedanken darüber machst. Also wenn du diese Sura liest, mit dieser Absicht: Ja Rabbi, leite mich recht. Was heißt, leite mich recht? Ja Rabbi, beschütze mich die nächste Woche vor den Sünden. Ja Rabbi, beschütze mich vor den Fitnen. In Surat al-Kahf werden die vier Fitnen, vier Versuchungen erwähnt. Die Fitne in der Religion, die Fitne im Besitz, die Fitne beim Wissen, die Fitne bei der Macht. So möchtest du beschützt werden mit dieser Einstellung. Wenn du Suratul Kahf liest, dann wird Allah Azza wa Jalla dir ein Licht bescheren. Also Rechtleitung. Es wird hell in deinem Leben. Du weißt, wohin du gehen musst. Es ist nicht finster, düster, sodass du stolperst, sodass dir etwas Schlimmes passiert.